Hallo ihr Lieben! Ja, das ist ein wichtiges Video zum Thema Integrität. Und zwar möchte ich kurz darüber sprechen, warum Integrität ein Türöffner oder eben ein dickes Schloss vor deinen Türen zum Erfolg ist. Und was meine ich mit Erfolg? Erfolg ist all das, wenn du genau das hast, was du dir wünschst, was du dir erträumst. Und Integrität ist so wichtig, dass ich das richtig verstehe. Integer heißt, ich stehe zu meinem Wort. Integer heißt, ich stehe zu meiner Entscheidung. Integer sein heißt, ich stehe zu meinen Wünschen. Integer sein heißt, ich bin all in, und zwar all in für das, was mir entspricht. Ich bin all in und ich möchte das haben, was für mich stimmig ist, was meinen Werten entspricht, was für mich gut, richtig, angenehm, schön und wohlig ist. Und Integrität ist deswegen ein Schlüssel zu deinem Erfolg, weil all das, was du haben möchtest, all das, was du dir erträumst, sei es eine wunderschöne Partnerschaft, sei es ein leichtes, fluffiges, schönes, wirkungsvolles Business, sei es wunderschöne Beziehungen, all das ist deins. Aber nur, wenn du ehrlich zu dir bist, wenn du integer zu dir bist. Und wenn du nicht integer zu dir bist, wenn du Dinge machst, wenn du Dinge tust, wenn du einen Lifestyle adaptierst, wenn du Umgangsweisen, Denkweisen adaptierst, die dir nicht entsprechen, dann bist du nicht integer zu dir selber. Und das ist genau das, was dann an Energie auch ausgestrahlt wird. Die Leute, die mit dir im Umgang sind, die fühlen sich nicht sicher. Die Leute, die mit dir im Umgang sind, die haben immer so ein zweideutiges Gefühl, wo es irgendwie so scheint, du sagst das eine, aber irgendwie stehst du nicht dahinter und irgendwie hat man so das Gefühl, dass es vielleicht nur leere Worte sind. Irgendwo hat man so das Gefühl, dass nicht die entsprechenden Aktionen folgen. Und das ist, weil du nicht integer zu dir selber, zu deinen Werten, zu deinen Vorstellungen und zu deinen Wünschen bist. Und das ist manchmal ganz schwierig rauszufinden, ob ich integer zu mir selber bin oder nicht. Oft sehe ich das eben nur an den Sachen, die dann im Außen passieren. Ich mache mal Beispiele. Ein Beispiel ist, wenn du in einer Partnerschaft bist oder verharrst, wo du dich nicht wohlfühlst. Du fühlst dich nicht wohl, du fühlst dich nicht gesehen, du fühlst dich nicht anerkannt, du fühlst dich nicht wertgeschätzt und du fühlst dich nicht akzeptiert. Wie viele von uns waren oder sind in solchen Partnerschaften oder auch in solchen Freundschaftsbeziehungen, die sich so anfühlen? Und warum kommst du dahin in diese Beziehung, wenn alles das ist, was du kreierst, was du aussendest? Dann ist es, wenn du im Außen eine nicht integere Umgehensweise mit dir erlebst oder beobachtest, dann ist der Grund darin, dass du zu dir selbst nicht integer warst. Dass du dich mit jemandem eingelassen hast, der eigentlich nicht deinen Werten und deinen Normen entspricht. Dass du dich mit jemandem eingelassen hast aus Mangel, es ist meistens aus Mangel, wo du sagst, nein, eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich ist es nicht meine Art des Umgangs, die der andere präsentiert. Eigentlich ist es nicht meine Art, hinter meinen Zielen zu stehen, hinter meinem Wort zu stehen, wenn der andere dir das nicht präsentiert. Dann liegt es einzig und allein daran, dass du nicht integer zu dir warst, dass du dich zu Dingen, zu Interaktionen, zu Situationen gezwungen hast, hinter denen du nicht hundertprozentig standst. Hinter denen, wo du nicht all in gegangen bist.
Und ein wahnsinnig gutes Beispiel für mangelnde Integrität ist es, wenn du ein Business hast und wenn du Probleme hast mit deinen Kunden, mit deren Integrität, dass sie zu den Abmachungen, zu den Vereinbarungen stehen, die du mit ihnen getroffen hast. Und das bedeutet, du warst nicht integer zu dir, du hast die falschen Kunden angesprochen, du hast die falschen Kunden angenommen, du hast die falschen Kunden vertraglich verpflichtet, obwohl du eigentlich lieber mit jemand anders gearbeitet hättest, obwohl du lieber mit anderen Leuten zusammen wärst, obwohl du lieber ganz etwas anderes machen würdest, denkst du dir, naja, das sind Kunden, die kaufen bei mir, die kaufen mein Coaching, die kaufen mein Angebot. Aber genau diese Kunden werden eben nachher genauso wenig integer zu dir sein oder zu dem Produkt oder zu deinem Angebot, weil du nicht integer zu dir selber warst. Du hast aus Mangel Geschäfte gemacht, du hast aus Mangel Beziehungen gemacht, die dir nicht entsprechen, weil du glaubtest, ja, ich brauche ja das Geld, weil du glaubtest, ja, ich brauche ja die Liebe, weil du glaubtest, ja, ich brauche ja die Sicherheit aus dieser Beziehung. All diese Dinge, die treiben dich zu mangelnder Selbstintegrität. Und die muss, sind die universellen Gesetze, das ist diese Gesetzgebung der Energie, das ist ein Prinzip, es muss dir im Außen gezeigt werden, gespiegelt werden, reflektiert werden. Und diese Dinge, die passieren immer wieder und die sind mir früher sehr, sehr häufig passiert, wo ich gesagt habe, die Welt ist nicht integer, niemand ist integer, jeder macht nur bla bla und steht nicht zu seinem Wort. Bis ich herausgefunden habe, dass es eigentlich darum geht, dass ich zu mir integer bin, zu meinen Vorstellungen, zu meinen Werten, zu dem, wie ich den Umgang pflegen möchte und dass ich da einfach für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung stehe. Und wenn du jemand bist, wo du sagst, Mann, ich habe echt immer Probleme, irgendwie fühle ich mich oftmals verraten, fallen gelassen, hintergangen, dann liegt es nur einzig und allein daran, dass du nicht hinter dir stehst, dass du dir nicht erlaubst zu sagen, was dir entspricht und was dir nicht entspricht, dass du dir nicht erlaubst zu sagen, was du haben möchtest in deinem Leben und was du nicht haben möchtest in deinem Leben und dass du dich für Dinge zur Verfügung stellst, die dir eigentlich nicht entsprechen. Und natürlich ist da ein ganz großes Thema, das Nein sagen. Nein sagen zu können und zu sagen, du, das ist jetzt nicht für mich. Und das fängt im Großen an und geht ins Kleine oder fängt im Kleinen an und geht ins Große. Das fängt damit an, wie viel Dinge isst du, also an Essen, wo du eigentlich sagst, nö, eigentlich entspricht mir das jetzt gerade gar nicht, aber es ist halt jetzt so da. Oder das wird jetzt halt gerade gekocht. Ja, das fängt so, so klein an. Wie sehr erlaubst du dir zu entscheiden, wie du dich ernährst? Wie sehr stehst du dahinter? Wie sehr fütterst du deinen Körper nur mit den Dingen, die du haben möchtest? Und so geht es eben weiter mit dem Leben. Wie sehr fütterst du dein Leben nur mit den Dingen, die du haben willst? Wie sehr gestaltest du dein Leben dementsprechend aus, wie es dir gefällt, egal ob es jemand anderem gefällt? Das ist Integrität. Und das ist etwas, was wir nicht beigebracht bekommen. Das ist etwas, was wir verstehen und lernen müssen, damit wir es nachher umsetzen können. Und dieser Divine Integrity Code, das ist eben ein Schlüssel, das ist nicht irgendetwas, was ich dir übertrage, sondern das ist ein Verständnis, das ist ein Schlüssel, das ist eine Klarheit, die ich dir mitgeben möchte, so dass du erkennen kannst, wie du Integrität, integre Menschen, integres Umfeld für dich generieren und kreieren kannst, indem du erstmal voll und ganz hinter dir, hinter deinen Träumen, hinter deinen Vorstellungen, hinter deinen Entscheidungen stehst. Und wie gesagt, das ist etwas, da brauchen wir Klarheit. Es ist so ein wichtiger Schlüssel, weil wenn diese Integrität nicht herrscht, dann werden wir immer auf halber Strecke verhungern, da werden wir immer auf halber Strecke verlassen sein, da werden wir uns immer auf halber Strecke beängstigen, weil wir uns unsicher fühlen, weil die Unterstützung nicht da ist.
weil ich nicht dahinter stehe. Weil ich nicht voll und ganz sage, ja, ich bin das wert, ja, das ist mein Lifestyle, ja, so lebe ich, so umgebe ich mich, so handle ich, so empfinde ich mein Leben. Und dann bist du 100% integer. Und ich möchte dich einladen zu der Masterclass Divine Integrity Code. Da gehe ich ganz, ganz tief hinein, wie das entsteht, wie das Ganze wirkt auf energetischer Ebene, wie du mit deiner Vorstellungskraft, mit deinen Gedanken und mit deinen Ansichten dazu beitragen kannst, dass eben Integrität ein absolut höchster Wert in deinem Leben ist. Und ich glaube, ich spreche jedem aus dem Herzen, weil irgendwie haben wir das Gefühl, wir leben in einer Welt, wo Integrität überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und diese Mentalität, komme ich heute nicht, komme ich morgen, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, schon sehr stark präsent ist. Und ich bin ein Mensch, ich möchte das nicht haben. Ich möchte das weder für mich haben, noch möchte ich das für mein Umfeld haben, die Leute, mit denen ich umgehe. Ich möchte, dass ich integer bin und jeder weiß, wofür ich stehe, wofür Werte und Worte, wofür ich stehe und wie ich das Ganze in dieses Leben bringe. Und ich glaube, das ist ein großer Wunsch von den meisten hier und es ist auch ein großer Türschließer, das ist ein riesengroßes Schloss für die Türe des Erfolges, weil wenn ich diesen Code nicht habe, um diese Tür zu öffnen, zu einem integren Leben, zu einem integren Beziehungen, zu integren Business, dann werde ich immer im Mangel sein. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja all das haben, Beziehungen, Business, Leben, erleben, damit es mir gefällt und damit ich mich wohl und sicher fühle. Und ich bin diejenige, die dafür sorgen kann. Und ich zeige dir das gerne am Sonntag um 20 Uhr. Gibt es die Masterclass Divine Integrity Code. Kannst dich gerne auf meiner Homepage anmelden, mywellfeeling.com. Zu dieser Masterclass gibt es einen zweiwöchigen Austausch in der Telegram-Gruppe, wo du bei deiner Umsetzung begleitet wirst, wo du, wenn du Probleme, Themen noch hast, die dann eben aufkommen, weil wir dieses Thema beleuchten, gleich einen Ort hast, wo du deine Fragen platzieren kannst, wo du die Antworten bekommst, wo du Lösungen bekommst, wo du Umsetzungsbegleitung bekommst. Und das ist so, so wertvoll, weil nur eine Masterclass einmal anzuhören oder vielleicht paar Mal anzuhören, weil natürlich bekommst du eine Aufzeichnung, die du immer wieder anhören kannst, ist ein wahrhaft großartiger erster Schritt, aber in der Umsetzung liegt eben die Nachhaltigkeit. In der Umsetzung liegt es nachher, dass du eine Welt dir erschaffst, in der ein Wert wie Integrität nicht nur für dich wichtig ist, sondern auch für dein ganzes Drumherum, für dein Umfeld, für all deine Beziehungen. Und insbesondere Kundenbeziehungen, weil das Enttäuschendste ist doch, wenn du als Coach damit zu kämpfen hast, dass du Menschen in deine Welt als Kunden anziehst, die eben nicht die gleichen Werte in Bezug auf Integrität teilen wie du. Aber dazu musst du erstmal klar sein, was deine Werte sind, wie stark du integer zu dir selber bist, dass du das hinterher in dein energetisches Feld, in deine Kreationsmatrix outpushen kannst. Ich freue mich auf dich, wenn du Fragen hast, gerne unter diesem Video. Ich finde, Integrität ist für mich einer der allerhöchsten Werte, weil ich eben weiß, dass es der Türöffner, dass es der Code ist, den es zu knacken gibt, um sich letztendlich genauso zu fühlen, wie man möchte in seinem Divine Design und zwar richtig gut angekommen, geliebt, unterstützt, gewollt, warm, wohlig und einfach absolut pudelwohl in seiner Haut. Ich meine, das will jeder und ich würde dich gerne darin unterstützen, hier diesen Code, diesen Schlüssel, diesen Türöffner in die Hand zu nehmen und diese Türen zu öffnen zu diesem großartigen Wert der Integrität. Bis bald. Tschüss.